Wir haben es geschafft, das letzte Teil. Die Lore ist vollständig. Gut gemacht. Manu wird sich freuen. Hey, was, warum fällst du runter? Oh nein, was ist los mit dem Segel? Schnapp dir das Segel. Oh oh, das gibt Ärger. Katztastisch begrüßen wir euch zu einer langen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe hier auf Katze mit. Hey Girl! Hey Girl! Guck mal, was ich für eine lustige Maske trage. Ich bin der Baum. Ja, du bist der Baum. Ich bin die Figur aus, ich habe schon vergessen, wie sie heißt, Adelaine oder so? Adelaine aus Kirby's Crystal Dingsbums. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, weil ich es nie gespielt habe. Ist auf dem N64. Mhm. Das erste, in Anführungszeichen, Kirby 3D-Spiel. Okay, keine Ahnung. Okay, Achtung. Oh, okay, nein. Du sagst selbst Achtung und dann geht's schief? Ich wollte sagen, Achtung, ich springe. So, oh ja, das war jetzt auch nicht so gut. Nee. Und der Gegenwind ist echt schwierig. Achtung. Ja, fliegen sollte man nicht. Fliegen ist nicht so gut. Lieber hangeln. Achtung. Au! Bleib doch nicht da stehen. Ja, ich überlege hier gerade. Ach, Moment. Oh, was machst Mann. Du? Wolltest du ihm nochmal Hallo sagen? Soll er dich nochmal treffen oder wie? Nein. Gehen wir da lang? Nein, ich hole nur das ab. Okay, dann hip und komm. Achtung. Aber das wird, glaube ich, niemand verstehen, warum du da jetzt nochmal zu ihm gegangen. Ich verstehe es doch selber nicht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich wollte dem vielleicht tatsächlich einfach nur nochmal Hallo sagen. Hallo sagen ist erlaubt. Achtung. Oh, oh nein. Nein. Fängt ja schon mal fabelhaft an. Der Boomerang-Boy war stärker. Auf ein neues. Achtung. Ich habe es ja bereits in der letzten Folge gesagt, das ist nicht einfach. Deswegen lerne ich jetzt nochmal verstehen, wie schwer es für dich war, das Spiel zu spielen. Oh, Achtung! Und festhalten, du Baum! Mein Wurde, die Baum! Ganz locker, alles lässig. Und denk daran, wenn du A gedrückt hältst, kannst du höher springen. Okay, warte. Au! Hey, komm hoch. Das ist echt schwierig jetzt. Oh, und jetzt dauert... Ja, gut gemacht. Ich hab dich einfach weggeschoben. Ja, umso besser. Ah, oh, du hast den Zauberstab. So, jetzt aber. Und... Ich hole nochmal das extra Leben. Genau? Oh, Vorsicht, noch einmal. Jetzt mach aber. Schnell meine Arme. Geh schon mal weiter. Ja, okay. Hip. Komm. Ich komme. Jetzt. Hallo. Oh nein. Jetzt. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe ganz wenig Energie, ob ich es schaffe. Boom. Und was? Dreh dich um, nicht die Wand angreifen. Boah, gerade noch. Denk daran, so. Die Wand ist unser Freund. Ja. Das ist der Satz der Folge. Die Wand ist unser Freund. Okay, willst du den? Okay, den willst du. Ja. Und? Ein Schwert kann nicht schaden, wenn man hier mit Seilen zu tun hat. Ach, Mann. Oh. So. Die Bombenfreunde. Die Bombenfreunde, warte auf mich, dann helfe ich dir beim Besiegen der Bombenfreunde. Oh. Ja, toll. Oh, was war denn da ich los? Ich bin leider abgestürzt. Tut mir leid. Auf ein neues. Auf ein neues, hey. Achtung. Moment. Oh. Achtung, yes. Nach oben. Ja, warte. Aua, da war ich zu langsam. Hey, aua. Ja, das machst du aber trotzdem ganz gut. Aua. Jetzt. So. Denk daran, gedrückt halten für höhere Sprünge. Oh, wie anstrengend. Hoffentlich hört sie jetzt endlich mal auf zu winden. Ja, ein bisschen noch. Das siehst du an den, wie soll ich sagen, an den Wölkchen? Das sind ja keine Wolken. Das ist, also letztendlich stellt es ja nur dar, woher die Windrichtung kommt. Au, ich hab die Bombe nicht gesehen. Ja, das stimmt. Achtung. Und, oh, da. Standardspruch oder Standardwort von dir in der Folge. Achtung. Ja, hier ist Achtung. Überall. Ah, das ist so eine. Ich dachte, das wäre eine andere Kanone. Was für eine andere Kanone? Und hin! Und ein! Ja, eine, die einen abschießt. Aber das war eine Kanone für dich, damit du abschießen kannst. Ach so, du meinst die, mit denen wir dann durch die Gegend sausen? Ja, ja. Ja, okay, verstehe. Achtung, nicht, dass ich dich versehentlich treffe. Ah. Oh nein! Das war wohl nichts, es ging ein bisschen schief. Tut mir leid. So, jetzt aber. Ja, das ist so Friendly Fire. Das bedeutet, man darf auch den Gegner treffen. Also seinen eigenen Freund. Ja, okay. Das gibt es ja auch als Einstellung zum Beispiel in Super Smash, dass man Freunde treffen kann. Hast du gesehen? Ich habe das einfach genommen. Ja, Achtung, jetzt kommt der Affe. Attackieren. Nicht attackieren. Runter, schnell. Mhm. Ja. Runter. Wir müssen vor dem Affen unten sein. Oh. Und der ist schnell. Schnell. Runter mit uns. Au. Nein, falsch gelaufen. Darunter. Oh,
Schnell, schnell! Hey, Girl! Ich komme! Hey, Girl! Da ist der Apfel! Da ist der Apfel! Da ist der Apfel! Schnell! Juhu! Ja. Oh nein! Ich bin abgestürzt! Boah, ich habe mich noch gerettet! Das war jetzt echt sehr, sehr knapp! Das war super duper knapp! Achtung! Jetzt geht's hier die Leiter nach oben. Oh nein, das sind so Elektrobälle. Ja, die machen uns nichts, wenn wir das Ganze timen. Und im richtigen Zeitpunkt nach oben klettern. Okay. Ich nehme mal hier wieder den Laserstrahl, den Beam. Ich warte da oben. Ja, ja, okay. Alles gut. Ich hole noch ein paar Sterne. Ich hänge da an der Leiter. Du hängst da an der Leiter. So, jetzt. Weiter, Vorsicht. Achtung. Das sind Schäfchen. Oder sind das Schäfchen oder ist es ein Widder? Wenn man sich die Hörner anschaut. Ich dachte, das wären irgendwelche weißen Krokodile. Nee, okay. Schau mal, also das sind tatsächlich, ich sag jetzt mal ganz allgemein, etwas aus der Gattung der Ziegen. Kann man das so sagen? Ach. Ziegen, Widder, Steinböcke. Schafe. Ja, okay. Vielleicht kenne ich mich dann doch zu wenig in dem Bereich aus. Nein. Aber schau dir mal die Hörner stimmt. An. Ja, ja. Also, was sind das für Tiere? Ja, Widder würde ich am ehesten sagen, ja, haben oder? Die solche gekringelten Hörner? Ich glaube ich weiß gerade nicht, welches Tier diese gekringelten Hörner hat. Vielleicht kann uns die Katzen-Community helfen. Katzen-Community, wir brauchen eure Hilfe. Mhm. Ich würde sagen, es ist ein Widder. Der Steinbock hat ja auch manchmal so ein bisschen geschwungene Hörner, aber nicht aber so der größere, glaube ich. Ja, so längere halt, ne? Das sollte ich eigentlich wissen mit meinem Sternzeichen. Das stimmt, ja. Dann geht's nach oben. Achtung. Das wäre eher so dein Metier anstatt meins. Ja. Vorsicht. Oh, nein. Oh. Ich war so auf die rechte Kanone fokussiert. So, jetzt. Aber. Jetzt geht's hier nach oben. Schnell. Au. Übrigens kommt hier einmal eine Frage, die immer wieder in den Kommentaren auftaucht. Und die kannst du jetzt vielleicht live mal beantworten. Oh nein. Wie sieht es aus, Elge? Wann gibt es endlich Videos auf deinem Kanal? Hast du da eine Antwort für uns? Oh. Weil ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß es ja nicht. Das stimmt. Oh. Das ist natürlich echt fabelhaft gelaufen jetzt zu dem Zeitpunkt. Kleinen Moment. Traurige Musik, weil fehlende Videos. Ja, fehlende Videos bei dir. Aber wie sieht's da aus? Kannst du uns Auskunft geben? Gibt es Neuigkeiten? Ja, hoffentlich demnächst mal wieder. Okay, weil, aber... Oh, ja? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dass ihr schon so lange auf ein neues Video wartet, das stimmt. Und es tut mir ganz arg leid und eigentlich will ich ganz demnächst, ganz, ganz bald wieder ein Video machen. Aber halten wir fest, aktuell ist noch kein konkretes Datum geplant, wann wieder was kommt. Du kannst Nein. jetzt nicht sagen, nächste Woche oder übernächste Nein. Woche ist völlig frei. Okay. Aber ich hoffe ganz, ganz bald. Und ich glaube, ja, ihr werdet es erfahren. Genau. Oder? Ja. Wenn ihr nämlich so fleißig danach fragt, Entschuldigung, dann werdet ihr ja auf jeden Fall das immer mal wieder so im Blick haben. Und ich glaube, irgendjemand kommentiert irgendwann, Elbe hat ein neues Video. Ja, auf jeden Fall super lieb, dass ihr danach fragt. Ja. Aber damit haben wir mal zumindest für eine gewisse Zeit die Frage beantwortet. Sie weiß es leider noch nicht und ich erst recht nicht. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, schreibt Elgirl da am besten auf ihrem eigenen Kanal. Sie ja. heißt auf YouTube ja Elgirl, wie genau. die meisten von euch bereits wissen. Und Kommentare beantworte ich auf jeden Fall. So, 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 so. Oh, ein Coupon! Das war kein Coupon. Was war das dann? Das Blaue meinst ja. du? Das war meine Fähigkeit, die ich abgelegt habe. Aber warum hast du die dann nochmal eingesaugt? Das habe ich nicht. Doch! Ja, beziehungsweise ich habe sie nicht mehr genutzt, weil ich wollte den Schirm. Ja. Also manchmal, Elgir, glaube ich, seit wann spielst du dieses Spiel? Das sind so Sachen, die haben wir eigentlich in Folge 1 gelernt. Ja, ich weiß auch nicht. Achtung, ich mache mir den Weg frei. Bäh, Achtung, Achtung. Oh, ich habe Feuer bekommen. Oh, wenn man ganz viele Fähigkeiten einsaugt, kriegt man eine Zufallsfähigkeit. Ja. Ja, und okay. das ist in dem Fall Feuer, denn Feuer würde man sonst hier nicht bekommen. Achtung. Heißt aber nicht, dass es so sinnvoll ist, denn ich weiß nicht, wofür ich jetzt hier Feuer benötige. Das stimmt. Achtung, boah, vielleicht um wieder hier anzuzünden, aber ich beschütze dich. Ja, irgendwie hast oh, du mich nein. beschützt. Okay, jetzt können wir nach oben, Elgirl. Bist okay. du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit. Oh nein, ihr windet! Oh, da sind sie wieder. Lass meinen Freund raus. So jetzt. So jetzt. So jetzt. So jetzt. So jetzt. Wenn alles wieder in Ordnung ist, ist der Standardspruch so jetzt. Komm in die Kanone. Oh, es war ich, sorry. Die Kanone. Kanone. So. Und wo sind wir jetzt?
Und das ist der letzte Abschnitt kurz vor dem Ziel des Levels. Ja? Ja. Kann ich dir schon mal sagen, das habe ich mir gemerkt, weil hier das letzte Zahnrad ist. Ganz gut versteckt. Und da ist schon das Ziel, wie du sehen kannst. Oh, das heißt, wir besuchen jetzt unseren Kollegen. Welchen Kollegen? Den Zahnradkollegen. Erstmal springen wir, komm. Jeder. Du meinst Margolor. Juhu. Ja. Hey, du bist richtig gut darin. Dankeschön. Unglaublich. So. Wir machen das nächste Mal das wirklich so, du nimmst beide Controller in die Hand und drückst einfach auf beiden gleichzeitig die Taste, um zu springen. Ob das so klappt? Bestimmt. Ach nein, wir haben ja noch Stage. Weil du drückst ja beides gleichzeitig. Dementsprechend müssen wir beide, egal wo, aber auf der gleichen Ebene landen. Ja, das stimmt. Wenn ich nicht doch unterschiedlich drücke. So, Stage 4. Nimm. Okay, ich bin jetzt versehentlich schon in den Schuh gesprungen. Ich wollte ihn dir eigentlich anbieten. Ja, kein Problem. Aber erfahrungsgemäß würdest du wahrscheinlich sagen, nimm du den Schuh. Ja, weil ich ihn halt so viel schneller verliere. Guck mal, interessant. Die Gegner sind kleiner an manchen Stellen. Da, wo es wichtig ist, präzise zu springen. Ist dir das aufgefallen? Guck mal hier. Ja, das stimmt. Warum sind die so klein? Dass es schwerer ist, wenn die so riesig wären, wäre es doch einfacher. Ja, genau. Interessant, und, oder? Mhm. Und jetzt für dich, der Schuh. Der heißt schließlich Extreme. Guck mal! Ja, das ist der Extra-Modus, der Extreme-Modus. Weiter. Guck mal da, das kleine Vögelchen, wie auch immer. Elke, hier musst du schnell sein. Warum? Ja, hier runter. Okay, warte. Ja, nach links. Ja? Alter, das ist ein Zahnrad! Hast du es nicht gesehen vorhin? Nö. Oh. Ich war so konzentriert. Guck mal, ich habe immer noch meinen Schuh. Schuh, ich gehe schon mal rein. Ja. Alles klar, dann geht's nach oben. Oh, jetzt ist der... Au! Immer schön vorsichtig sein. Auf meinen Kopf. Okay, Achtung. Schnell! Ich komme nach. So, jetzt. Schön wir da hängen und hangeln. Und schnell hier hoch. Hey. Was? Quatschst du mir nach? Ja. Ja, toll. Okay, ich höre auf, Entschuldigung. So, jetzt, Achtung. Jetzt geht's hier nach oben. Vorsicht. Ui. Kopf einziehen ist immer wichtig. Und weiter geht's. Jetzt geht's hier runter. Holst du das? Ja, ich hol das. Okay. Und du kannst weiterlaufen. Okay. Vorsicht, hier gibt's weitere Kanonen. Ja. Warte. Die sind sehr gefährlich. Boom. Und hepp. So. Oh nein. Und noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner, aber die sind machbar. Mhm. Warte. Und dann geht's hier. Warte. Und hüpf. Nee, du kannst doch unten bleiben. Warum? Ja, weil wir da durch die Tür müssen. Aua. Okay. Machst du rund? Okay. Ja, geh in den Gegner rein. Alles gut. Umarme die Kanone. Warte, ich komm wieder zu dir. Yes. Jetzt geht's los. Boah, da ist ein Roboter. So, ich bin der Roboter. Komm hoch. Was möchtest du? Nee, ich bleib doch Roboter. Okay. Aber jetzt kommt ein Zwischenboss. Ja, ich hab's vermutet, wenn du die Fähigkeiten aussuchen darfst. Der kommt. Super Bonkers X. Boah, Achtung. Mach den platt, den Sprechdachs. Du schaffst das. Okay. Schneller, Propeller, die Oma sitzt im Keller. Vorsicht. Ich komme! Achtung! Aua, nein! Vorsicht, er wirft wieder die Kokosnüsse. Jetzt! Und ich mach Kokosnussmus draus mit meinem Speer. Jetzt, komm, ich kitzel dich. Kitzel ihn weiter. Boom. Sehr gut, wir haben es geschafft. Und seine Fähigkeit brauche ich. Ja? Denn das ist der Giga-Hammer. Wow. Samurai okay. Pizza Cats. Was? Das war so eine uralte Serie. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Aha, die Samurai Pizza Cats. Pizzakatzen, okay. Ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt, seit ich Videos mache, dass ich damals als Kind mal die Samurai Pizza Cats geschaut habe. Nee, also seit ich dich kenne, hast du das noch nicht erwähnt. Samurai Pizza Cats. So, jetzt hau zu! Und Attacke! Pew. Was für ein schöner Hammer, ne? So. Eine Etage tiefer. Ja, und du weißt, was das bedeutet. Wenn Kirby die Spezialfähigkeit bekommt, heißt das, dass nicht weit weg ein Riss sein könnte. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh, du warst ein Ticken zu spät. Achtung, jetzt schnell! Na, oh, schon wieder! Nein! Mensch! Jetzt! Oh, sehr gut! Jetzt hast du's. Ich glaube, wenn zwei Sterne aufleuchten, bedeutet das, dass mein Hammer mindestens die Größe von 2 haben müsste. Ich kann ihn ja
bis zu einer maximalen Größe zu einem Goldhammer erweitern. Mhm. Und guck hier, siehst du zwei Sterne? Mhm. Da reicht, glaube ich, der bunte Hammer. Ah, okay. Aber egal, ist nicht so wichtig. Oh, ich hol die da oben. Hol die da oben und dann geht's hier weiter. Oh, nochmal fünf. Und jetzt. Und hoch. Hier geht's in eine große Box. Und die verlangt aber den großen Hammer. Kriegt sie natürlich. Und anschließend hier nochmal ein Pfahl. Und ein Eis für dich. Ja. Achtung, kabäum. Kabäum. Und jetzt müsste nichts erscheinen. Okay, wir fahren mit dem Aufzug nach oben. Okay, Achtung. Elgol, vorsichtig. Oh nein. Elektroschocks. Okay, ja. Lass dich treffen. Ja, ich war nicht mit Absicht. So. Vorsicht. Jetzt bist du auf meinem Rücken. Okay. Ja, ja, ich habe da kurz ein Päuschen gemacht. Ein Päuschen, okay. Oh, eine Sprungfeder. Was die wohl bringt? Ich würde sagen, ich bin besser raus. Und jetzt geht's nach oben! Boom! Boom, kaboom! Achtung! Wo sind wir jetzt? Wir fliegen einfach weiter und weiter und weiter. Wir fliegen direkt ins Weltall. Und in die Glocke hinein. Glocke. Die Glocke zerspringt und was erscheint? Ein schwarzes Loch. Ja, ein Portal in eine besondere Welt. Und da steigen wir jetzt natürlich ein. Natürlich! Wie sollte es anders sein? Achtung! Oh, da kommt sie! Wie heißt die Wand? Ich weiß es schon nicht. Dosenlicht haben wir sie doch genannt. Dosenlicht! Da kommt das Dosenlicht auf uns zu. Falls jemand nicht weiß, was wir mit Dosenlicht meinen, schaut euch die letzte Folge an. Folge 12. Nein! Toll! Oh je. So, Achtung, ich komme gleich wieder. Boah, Riesenwandel, die. So, den habe ich eingesaugt und du bist auch wieder am Start. Das ist sehr schön. So. Und du bist jetzt ein Kirby. Ich bin ein Kirby. Das ist, glaube ich, versehentlich ein falscher Charakter. Also was heißt falscher Charakter? Ja. Das ist ja trotzdem gut, aber du hast einfach einen anderen gewählt. Ja. Aber du wirst vielleicht die Vorzüge kennenlernen, denn du kannst jetzt unterschiedliche Fähigkeiten besetzen, so wie ich eben. Oh nein, ja, das stimmt. Aber ich muss sie auch anständig nutzen. Das Dosenlicht kommt immer leer. Komm, komm, wir schaffen das schon. Weg von dem Dosenlicht. Ja. Die jetzt. Dosenwand. Die Dosenwand. Die Dosenlichtwand. Und unten. Oh. Ja, und jetzt ist es soweit. Such dir eine Fähigkeit aus. Oh, was nehme ich denn? Speer oder Peitsche? Ich glaube, ich will ein Speer. Okay, dann nehme ich die Peitsche. Ich bin der Cowboy. Ein Kofboy. Und dann heißt es, Sperrenspuk X braucht etwas Ärger. Oh nein! In den Abgrund gesprungen. Ja, das bedeutet leider, dass du keine Fähigkeit mehr hast. Oh je, egal, nicht so schlimm. Ich benutze einfach Sterne. Ja, du musst die Waldmeisterkugeln einsaugen. Ja. Okay, oder abstürzen, alternativ. Entschuldigung. Wow, nein, meine Fähigkeit. So, ich bin wieder da, um zu helfen. Okay, aber jetzt nicht mehr abstürzen. Nee. Du bist schon zweimal abgestürzt im Kampf. Ich versuche mein Bestes. Warte, warte. Ausweichen. Denk an die Schultertasten zum Ausweichen. Ja. Okay. Das war, Fail Nummer 3 sozusagen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie für... Jetzt. Boah, Meta Knight bist du jetzt. Ja, ich muss dir doch irgendwie Angst machen. Wenn ich schon nicht gescheit kämpfen kann, dann über mein Aussehen. Okay, wieder abgestürzt. Elgol, was ist los? Was ist los, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Der Sphärenspuk ist zu stark für mich. Vielleicht hätte es mehr Dosenlicht. Elgol, schon wieder bist du abgestürzt. Bitte. Vielleicht braucht es mehr Dosenlicht. Hör doch auf. So, mein Freund. Ich habe gefühlt den ganzen Kampf alleine gemacht. Aber nur dieses Mal. Und wir hatten irgendwie 5 oder 6 Leben, jetzt haben wir 0. Oh nein, tut mir leid. Weil du 100-mal abgestürzt bist. Tut mir leid. Bist du so. Gussi? Ja, bitte. Danke. Eigentlich willst du. Ja, bitte. Okay, also L-Girl ist auf jeden Fall durch schon mal. Juhu! Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder aus dem Dosenlicht-Level draußen. Ja, so. Und dadurch, dass wir dieses Portal beendet haben, ist das Ziel auch nicht fern. Ja. Einmal da durch und dann ist das Ziel in greifbarer Nähe. Juhu! Oh. Wer bist du denn? Da ist Chuckle D oder Knuckle D oder wieder. Chuckle D und Knuckle D. Ja, das ist so ein Kämpfer. Ja, der hat auch richtig Faust direkt. Ja, das ist so eine Mischung aus Kickly und Nocturne. Achtung, Achtung! Okay, Achtung. Dio! Ja, du bist einfach besser. Naja, ich sag dir, beim nächsten Mal machen wir das wirklich so mit den Controllern. Okay? Okay. Ich glaube, das ist die Idee schlechthin. Mhm. Okay, jetzt würde ich sagen, wir werden einen Maskentausch kurz vollführen. Kleinen Moment.
Okay, und? So, jetzt haben wir neue Masken. Ich bin, ja, nach wie vor Kirby und du bist jetzt wieder Waddle Dee. Waddle Dee mit seiner coolen Maske. Ja, weil Waddle Dee einfach dein Lieblingscharakter ist. Aber gut, nächstes Level, neues Glück sozusagen. Mal gucken, wie das wird. Das ist ein ganz besonderer Turm hier im Spiel. Ja, ich höre nur schon wieder sehr großen Sturm und habe schon wieder Angst, dass es windet. Das wird gut. Glaub mir, das Level wird dir gefallen. Okay, was nimmst du für eine Fähigkeit? Ich nehme den Stein. Okay. Ich glaube, mit einem Stein kann man tendenziell nichts falsch machen. Oder Bomben. Bomben sind eigentlich noch besser, weil dann kann ich aus der Ferne attackieren. Mit dem Stein ja nur aus nächster Nähe. Das stimmt. Okay, dann geht's los. Wow, Schwertkoloss Extreme. Aber ein goldener Ritter ist das sogar. Ja. So, du einfach mit deinen Bomben. Was eigentlich? So, aber jetzt. Mach ihn platt, Elgir. Er schützt sich, er schützt sich. Achte auf sein Schild. Jetzt von hinten. Aua! Warte, ich nehme jetzt die Fähigkeit auf. Die Fähigkeit kann uns helfen, die ganzen Zahnräder hier freizuschalten. Ja? Okay, gut, dass du das weißt. Zum Beispiel hier. Wobei, da könntest du sogar helfen mit dem Speer. Das stimmt. Achtung, und nächster Abschnitt. Du musst dir vorstellen, das ist so ein Tour mit ganz vielen Endbossen. Ah ja, okay, cool. Das ist cool. Achtung. Boah, was war das denn für ein Zitronentier? Das kennst du eigentlich auch schon. Das ist so ein kleiner Sanddino. Ein Sanddino. Aber wir können es auch Zitronentier nennen. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Ich glaube, deine Community wird es lieben. Ein Zitronentier. Ja, das sah so süß gelb aus. Und was kriegen wir dadurch? Die Sandfähigkeit. Durch ein, Achtung, Zitronentier. Okay, die Logik müssen wir nicht verstehen, aber das ist okay, das ist okay. Segellogik, Achtung! Achtung, Opa Klops ist stark. Achtung! Oh nein! Ich bin immer noch der Meinung, dass er Opa Klops und nicht Klops heißt. Ja, das stimmt. Weil da fehlt mir ein P. Aber egal. Boah, da kommt der! Ich möchte jetzt kein Erbsenzähler sein. Ja. Vorsicht! Achtung! Ui, ui, ui! Jetzt attackieren! Du musst ihn kitzeln. Mach ich. Er kriegt ein paar Speere in sein Steinfell. So. Hat er ein Steinfell? Ein Steinfell, ja. Und das muss geschmeidig sein. Ein geschmeidiges Steinfell. Ja, Achtung! Oh, aufpassen! Die letzten. Ja, jawoll! Jawollo! 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 Aber ein schöner Spruch, jawollo! Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat immer Tollo gesagt. Tollo. Tollo. Okay, das finde ich, find ich ein bisschen komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte mal eine Zeit, das war in der Ausbildung, da habe ich nicht Ja gesagt, sondern immer Logo. Oh weil, Gott. Weil ich mich cool fand. Hey, wollen wir zusammen rausgehen? Logo. Entschuldigung. Ja, cool. Logo. Logo. Na, Logo. Von den drei bin ich ja Wollo am besten. Wassergeist Boros Extreme. Wir machen mir Platz. Ja. Den kennen wir aus der Vergangenheit. Ich doch irgendwo hatte die. Neo. Achtung. Boah, genau das ist. Ich setze deine Fähigkeit. Okay. Setze deine Fähigkeit ein. Ja, voll gut. Und jetzt Superstrahl. Elgirl, ich brauche deine Hilfe. Das wäre nicht schlecht. Neo. Geschafft. Bam. Warte, die Wasserfähigkeit nehme ich mit auf. Das kann uns sehr hilfreich sein. Das kann sehr hilfreich sein an der Stelle. Mhm. Und damit können wir das Feuer löschen. Oh ja, ich sehe schon. Also holt euch immer die Fähigkeiten des Endbosses, wenn ihr ihn oder sie besiegt habt. Da ihr dadurch dann eine Fähigkeit habt, um die Hindernisse für das Zahnrad zu beseitigen. Ja, das muss man auch erstmal wissen, gell? Ja, also ich weiß es nur, weil ich es einmal durchgespielt habe. Deswegen ist mir das in Erinnerung geblieben. Ansonsten wäre es mir vielleicht, wäre es nicht auf meinem Schirm gewesen. Ja. Sag mal, auf dem Schirm? Auf dem Schirm gewesen. Auf dem Schirm, ja. Auf dem Schirm gehabt. Egal, wie auch immer. So, jetzt. Wer Ufo! Ein Dubio! Ein dubioses Ufo. Achtung! Dubioser Dubio. Der hat dich auf jeden Fall im Visier, der Ufo-Mann. Ja, so. Das ist der UFO-Mann von SpaceX. Von SpaceX. Oh, kleine UFOs. Achtung. Achtung. Ach, den UFO-Mann platt. Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Warum ist es ein UFO-Mann? Weil er ein Auge hat. Ach so. Eine UFO-Frau kann es auch sein. Okay. So. UFO-Frau, UFO-Mann, völlig jetzt, egal. Jetzt ich habe eine. Ich bin gespannt, wie du das freischaltest. Das da? UFO, ja. Ja, das geht so, guck. Aber das habe ich auch erst rausgefunden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch. Ich wusste nicht, wie ich an das Zahnrad komme. Und habe dann im Pause-Menü
mir angeschaut, wie die Steuerung für diese Fähigkeit funktioniert. Ah, okay. Und da steht eben beschrieben, ich mache diesen Blitz durch oben und B. Aha. Sandwich und Kussi. Kussi. So, und wir haben es geschafft. Geschafft. Das war ein cooler Turm. Da hatten wir Freude bereitet. Und jetzt, pass auf. Damn. Ja. Ja, du hast gerade noch geschafft. Ja. Du hast ein bisschen geschummelt. Warum? Weil eigentlich wärst du auch auf 2 gelandet. Ja, ja. Ich habe mich aus eigener Kraft hochgezogen auf Wolke 1. Ja, aber echt. Endboss-Zeit. Oh no. Da bin ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Komm, das schaffst du. Jawohl. Das ist der erste Boss, den ich besiegen werde als Player 1. Ja, und mit meiner Hilfe als Waddle Dee. Waddle Dee Action. So, ich bin bereit, 6. Freund. Ich gehe schon mal rein. Und? Ich gehe mit meiner Laterne. Achtung, jetzt. So, bist du bereit? Links, rechts, hoch. Was glaubst du, wer wird der Endboss sein in dieser Welt? Nussiger Nachmittag heißt die Welt. Und wir sind hier auf einem Turm. Ja. Überleg schnell, wir sind gleich ein da. Ein Baum. Ein Baum, okay. Ach, ein Baum in der Galaxie. Ja. So, ich nehme die Sandfähigkeit vom, wie hast du ihn genannt? Zitronen. Zitronen, Mann. Zitronen, nee, Zitronen. Irgendwie. Zitronentierchen. Zitronentierchen, irgendwie so. Ja. Okay, mach dich bereit. Mal gucken, ob jetzt ein gewaltiger Baum auf uns zukommt. Wahrscheinlich nicht. So, oder ein Roboter. Oder vielleicht gar nichts. Vielleicht kriegen wir auch einfach das nächste Teil geschenkt für Margolor. Ja doch, guck mal, da ist es. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft, Elge. Oder vielleicht auch nicht. Bist du runtergefallen? Ja. Oh Mann. Oh, oh. Oh, nein. Der hat uns gerade noch gefehlt. Ja, ein Ultrasphärenspuk. Jetzt aber. Achtung, ich habe meine Waffe getestet. Und los geht's. Miau, miau, miau. Zum Glück kann ich mich im Sand schützen. Falls jemand fragt, wie ich das mache, wie ich mich in meinem eigenen Sand schützen kann, das mache ich mit den Schultertasten. Achtung, viele kleine Sphärenspuks. Oh, nee, doch nicht. Wow, aus welchem... Oh nein. Wow. Wow. Aus was für einer Dimension kommt der? Denk an die X-Taste. Ja. Entschuldigung, an die Schultertaste zum Ausweichen. Ja, ja, ja. Warte, warte. Erstmal. Ja, schwing ich meinen Speer. Mach das. So, jetzt. Zack, ich baue Sandburgen. Sandburgen zu bauen ist schwierig. Hoch, runter, B oder runter, hoch, B. Ich drücke immer ganz wild darauf. Denk daran auch, falls ihr wissen möchtet, wie gewisse Attacken gehen, schaut mal im Pausemenü in die Steuerung für die jeweilige Fähigkeit. Ja. Da steht alles beschrieben. Also ich schwinge einfach ganz hektisch meinen Speer. Oh nein, Kirby schützt dich, mein Freund. Ja, ich hab kaum Energie. Jetzt, ich bin wieder da, um dir zu helfen. Das wird eine knappe Sache hier. Das schaffen wir. Und... Oh nein, oh nein, Achtung, Achtung. Oh nein, jetzt, komm. Schütz dich. Der hat nochmal extra Energie bekommen. Boah, extra Energie nochmal. Wie unfair. Ich will auch eine extra Energie. Hey, Achtung, schütz dich. Schütze ihn und rette mich. Jetzt. So, wir brauchen jetzt eine besondere Fähigkeit. Okay. Achtung, mach den Schwertkämpfer platt. Okay. Mach ihn nicht platt. Warte. Oh, so, ich komme. Wir brauchen den Schwertkämpfer. Der ist jetzt wichtig in dem Spiel. Okay, du hast ihn. Ja, Ultraschwert. Der Ultraschwertkämpfer, jetzt. Und jetzt muss ich praktisch diesen uralten Sphärenspuk treffen, also die Kugel. Ich kämpfe mit jetzt. Anderen. Zack, jetzt. Treffer 1. Du siehst, seine Lebensanzeige ist in 4 Blöcken aufgeteilt. Und hier ist Timing gefragt. Ich halte die anderen Gegner vom Leibe. Okay. Sofern ich das kann. Mach den einen da mal platt. Ja. So, bitteschön. Treffer 2. Ah, super. 2 fehlen noch, aber ich habe kaum Energie. Es wird also noch sehr, sehr knapp werden. Ich gebe mein Bestes, um dich zu schützen. Danke, L-Girl. Achtung. Zack, Treffer 3. Ein letzter Treffer noch. Pass auf. Vorsicht, Vorsicht. Achtung. Weg mit euch. Okay, Achtung, Achtung, er kommt. Und letzter Treffer. Gut, Edith. Du hast es geschafft. Achtung, jetzt noch einmal. Nur einen. Nimm das, uralter Sphärenspuk. X, X, X und... Sehr gut. Was ein Kampf. Teamwork nenne ich das. Aber schöne Farbe hatte der Sphärenspuk. Okay. Jetzt. Hol den Mast. Denn jetzt darfst du wieder Margolor synchronisieren.
Okay. Der hat jetzt alle Teile vollständig, L-Girl. Ja? Mal gucken, was jetzt passiert. Oh nein, da bin ich aber gespannt. Weißt du noch, was er erzählt hat, wenn wir ihm alle Teile bringen? Dann gucken wir sein Zuhause an. Ja. Okay. Mal gucken, ob wir das jetzt auch machen werden. Hey, Freund. Guck mal, hier für dich. Dein Schiffsmast. Boah, jetzt ist die Lore wieder vollständig. Hier gibt es ein Upgrade für die Sternenlore. Boah, was für eine schöne Musik. Ja, schön, gell? So, wie schön das Schiff plötzlich aussieht, ne? Richtig schöner Sternenkreuzer. So, jetzt besuchen wir unseren Freund dann nochmal. Hallo Margot, altes Haus. Wie geht's dir, alte Socke? Ja, du hast es geschafft, Kirby. Die Lore ist wieder funktionstüchtig. Die Ruder, beide Flügel, das Emblem und der Mast. Alles ist wieder da. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Du bist ein Held, Kirby. Ja, und mein Freund. Ich schulde dir eine Reise zu meinem Heimatplaneten. Eine Reise nach Halkandra. Halkandra liegt in einer anderen Dimension. Aber die Lore wird uns in 0, nichts dorthin bringen. Keine Sorge. Pack dein Picknickdose ein, Kirby. Okay. Wir fliegen nach Halkandra. Sehr gut. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Captain, ne? Los geht's. Oh. Was sagt der Captain? Wie sieht's aus mit dem Schiff? Wir können gleich starten. Siehst du Kirby und Kirbys Freunde? Los geht es nach Halkandra zu meinem Heimatplanet in mein Zuhause. Festhalten! Okay. Und zack. Bam. Das sind wir auch schon. Was eine schöne Reise, oder? Ist das Halkandra? Wow. Eine Vulkanwelt. Aha. Oh, Achtung. Wie schön. Wow, was gibt es denn hier für Tiere? Das ist ein großer, vierköpfiger Drache. Ja! Oh nein, wir wurden schon wieder getroffen! Nicht schon wieder! Margolor! Unser Freund! Oh je! Das ist der wahre Endboss! Aber kein Problem, wir werden natürlich Margolor bestimmt wieder helfen. Wir sind ja diesmal sofort mit an Bord. Oh nein, guck mal, alles in Platz. Je. Margolor, geht's dir gut? Hey! Margolor, was sagst du dazu? Mayday, Mayday! Ein Drache hat unsere Lore getroffen! Oh nein! Das ist der vierköpfige Drache mit eiskaltem Blick. Was? Ich glaube, der macht den ganzen Freunden hier richtig, richtig Angst. Guck mal, wie traurig. Oh nein! Margolor, nicht traurig sein! Wir helfen dir! Aber in der ersten Folge hast du gesagt... Hallo! Hallo! Komm, wir helfen dir! Darauf kannst du dich verlassen! Ach, diesmal helfen wir! Jawoll! Jawoll! Auf jeden Fall! Dankeschön, Dankeschön! Ihr seid wahre Freunde! Du solltest ab sofort immer die Sequenzen synchronisieren. Dankeschön, jawoll, jawoll! Okay, dann geht's weiter. Bist du bereit für die nächste Welt? Oh wow, natürlich! Wir reisen jetzt mit dem Stern in die Welt, die da vorne auf uns wartet. Wow! Die Welt heißt... Level 6 Eierelektrik! Ja, das sind elektrische Eier, da müssen wir vorsichtig sein. Oh wow, sieht auf jeden Fall spannend aus. Und? Ob es hier wohl auch Rührei gibt? Tja, mal gucken. Wir steigen gleich mal in das erste Level ein. Los geht's! Okay. Aber wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Ich denke, das könnte euch gut gefallen. Bleibt katztastisch!